Jo, hallo und guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen deshalb, denn bei mir ist es jetzt ungefähr 10:30 oder so. Und ja, ich bin heute schon ziemlich früh unterwegs, denn ich habe ein neues Video für euch. Ja, dieses Video haben sich schon sehr viele von euch gewünscht, denn in diesem Video geht es um meine Haare. Ich erzähle euch so ziemlich alles, was mir einfällt über meine Haare. Und ich zeige euch natürlich auch meine Haarroutine von Haare waschen bis hin zu Stylen, Extensions, Pflege, alles Mögliche. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, hinterher stellen. Und ansonsten wünsche ich euch bei diesem Video schon mal viel, viel Spaß und vielleicht kann ich euch ja ein bisschen weiterhelfen. Und ja, viel Spaß beim Video. Und bevor ich es vergesse, wollte ich euch noch mein T-Shirt zeigen. Das ist das hier. Ein Bubble Tea T-Shirt. Und ihr könnt euch natürlich denken, woher ich das habe. Ja, es ist von Crabwear. Also wenn ihr wollt, www.facebook.com/crabwear oder einfach nur crabwear.de. Und da könnt ihr dieses T-Shirt erhalten. Nur so nebenbei. Und jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit meiner Haarroutine. Und ja, viel Spaß. Ja, dann um zum Punkt 1 zu kommen, das wäre das Haare waschen. Zum Haare waschen, Shampoo. Wer meine Videos kennt, der könnte dieses Shampoo hier schon mal gesehen haben. Ich verwende nach wie vor von Balea dieses Vitamin-Shampoo. Einfach aus dem Grund, weil es gut riecht, weil es eigentlich ja so auch ganz gut ist und es kostet nur 75 Cent. Ich finde Balea ganz toll, es ist nämlich auch ziemlich preiswert. Und für so 500 Milliliter Shampoo, 75 Cent, ist doch ganz praktisch. Das hier ist mein Shampoo, das verwende ich immer. Und dann zur Haarkur. Haarkur verwende ich jetzt nicht bei jeder Haarwäsche, aber so ab und zu mal. Und ich habe mir hier diese hier zugelegt. Noch ganz nass. Weil ich mir die Haare gerade gewaschen habe. Das ist die hier. Die habe ich noch nicht lang, also kann ich noch nicht viel dazu sagen. Allerdings ist das eine Haarmaske, also die massiert man sozusagen ein und lässt die dann 2 bis 3 Minuten einwirken und wäscht die dann auch wieder aus. Ja, das wäre die hier. Könnt ihr mal ausprobieren. Viel kann ich noch nicht dazu sagen. Ja, meine momentane Haarpflege, Haarmaske, Spülung und so weiter. Dann wollte ich euch das hier noch zeigen. Ich habe auch ein Silber-Shampoo. Dürfte ich auch in einem Video schon mal gezeigt haben. Wobei ich sagen muss, mir hilft es jetzt nicht ganz so viel. Meine Haare sind vorne von Haus aus so weiß. Also generell, ich habe die so hell blondiert. Und ich verwende da weder Farbe noch sonst was. Die sind immer so. Aber bei mir ist es so, wenn ich mir meinen Ansatz blondiere, dann wird der gelb. Ich bekomme den nicht weiß, weil ich habe mir ja damals meine Haare von blau auf weiß gefärbt und das ging. Mit einem Platin-Blondierer müsst ihr mal gucken, die gibt es jetzt eigentlich schon überall, die dann auch gegen Gelbstich sind. Und da habe ich die Haare wirklich von blau auf so weiß bekommen. Allerdings, wenn ich jetzt wenn meine Haarfarbe nachkommt, also mein Ansatz wieder da ist, der ist natürlich schwarz, weil meine Naturhaarfarbe fast schwarz ist, ja, dann und ich blondiere drüber, dann wird das total gelb. Und da hilft mir auch dieses Silbershampoo nicht und mir hilft auch keine silberne Farbe und gar nichts. Grundsätzlich gehe ich zum Ansatzblondieren ja zum Friseur, die bekommen das so weiß. Ich habe jetzt gestern selber wieder Ansatz gefärbt, bei mir klappt das nicht. Und wer es vielleicht gesehen hat, ich habe in Instagram ein Foto gepostet, das mit der rosa Farbe hier auf meiner Hand. Ja, das war Haarfarbe. Und damit mein Ansatz jetzt nicht total gelb ist, finde ich nämlich schrecklich, habe ich mir hier vorne etwas pink reingemacht, allerdings, oder rosa. Allerdings ist es jetzt nicht so rosa geworden, aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Auch wenn es jetzt hier auf der Kamera wieder kacke aussieht, keine Ahnung. Aber es sieht eigentlich so in Natur eigentlich ganz gut aus, zumindest besser als dieser dumme Gelbstich. Ja, ansonsten, ja, meine Haare so weiß bekommen, fragen ja auch immer viele, habe ich mit einem
Platinblondierer. Einfach mal bei Müller oder DM oder so gucken, gibt es überall. Und ansonsten verwende ich ganz normale Haarfarbe natürlich. Und auch dieses Rosa gibt es bei DM und eigentlich mittlerweile auch schon überall. Also einfach mal die Augen aufhalten, dann findet ihr das bestimmt. Dann, wenn meine Haare jetzt gewaschen sind, dann sehen die so aus. Und damit ich die besser durchkämmen kann, habe ich mir jetzt eine neue Pflege zugelegt. Und zwar ist das die hier. Die dürfte ich noch nicht gezeigt haben, die habe ich noch nicht so lang. Auch hier von Balea. Es ist so eine Feuchtigkeitshaarmilch. Und ich finde das so praktisch, wenn man das so rausdrücken kann. Und ich habe die jetzt auch schon so ein Weilchen und ich finde die eigentlich ganz gut. Vor allem lassen sich die Haare schon durchkämmen und die muss auch nicht ausgespült werden. Also einfach auf die Haare drauf. Und dann, ja, sind die schön weich und schön durchzukämmen und ich könnte mich nicht beschweren. Ja, das war es jetzt zum Thema Haare waschen und Pflege und Shampoo und allem drum und dran. Und dann würde ich sagen, föhne ich mir jetzt meine Mähne mal. Dann kommen wir auch schon zum Punkt 2. Meine Haare sind jetzt fertig geföhnt. Das hier ist übrigens mein Föhn. Ja, mein Föhn, falls dies interessiert. Ja, dann ist es bei mir so, dass ich, ja, also ihr seht jetzt meine Haare frisch geföhnt. Und ja, die sind von Natur aus so glatt. Denn viele von euch fragen mich ja immer, ob ich meine Haare glätten muss oder ob die von Natur aus so sind. Ja, ich habe von Natur aus so glatte Haare. Allerdings ist es manchmal so, dass wenn ich morgens aufstehe und meine Haare jetzt morgens nicht wasche, dann sind die oft vom Schlafen, stehen die kreuz und quer. Ich habe natürlich ein Glätteisen, damit ich so das ein oder andere Dings, was wegsteht, mal glätten kann. Oder hier vorne glätte ich auch gerne drüber, deswegen zeige ich euch jetzt mein Glätteisen. Also zum Punkt 2, die Haare glätten. Das hier ist mein Glätteisen. Also es ist eigentlich ein stinknormales. Es hat ungefähr 10 € oder so gekostet. Und ja, man kann hier auch die Hitze regulieren. Ganz stinknormal, wie bei so einem Glätteisen eben. Und ich finde es gut, es wird auch relativ schnell warm, denn ich hatte in meinem Leben, glaube ich, schon 5 Glätteisen und die waren alle Mist. Und das hier für 10 € ist eigentlich wirklich ganz praktisch und gut. Und ja, wie gesagt, wenn ich meine Haare glätte, dann höchstens hier vorne. Hier an den Spitzen so ein bisschen. Oder hier an der Seite. Ja, mehr mache ich aber eigentlich auch nicht. Ja, das war schon bei mir zum Thema Glätten. Zum Punkt 3, ja, ich trage Extensions. Das hier ist meine natürliche Haarlänge, das sind alles meine echten Haare. Und okay, für den einen oder anderen könnte natürlich jetzt eine Welt zusammenbrechen. Oh Gott, ihre Haare sind nicht echt. Ja, es ist nun mal so. Und dann auch, um es gleich zu klären, ich versuche mir ja schon seit Jahren meine Haare wachsen zu lassen. Allerdings muss ich sagen, momentan sind die schon wieder ziemlich lang geworden. Also für meine Verhältnisse sind die hier schon lang. Zum Thema Haare wachsen lassen. Ich versuche das schon seit Jahren. Aber ihr wisst ja, ich hatte meine blauen Haare, zwischendrin mal rot, mal, keine Ahnung, wieder blau, blau-weiß und bla bla bla. Ja, es fragen mich ja immer viele, warum hast du keine blauen Haare mehr? Beziehungsweise es kommen auch oft sehr, wie ich finde, traurige Kommentare von wegen, deine Haare sehen jetzt scheiße aus und blau war viel toller und ja, warum habe ich keine blauen Haare mehr?
Es liegt vielleicht daran, weil ich jetzt 21 Jahre alt bin und einfach irgendwann hört es auch mal auf. Irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber um es jetzt, auch wenn es sich doof anhört, um das jetzt mal zu sagen, mir gefällt es mittlerweile, wenn jemand einfach eine natürliche Haarfarbe hat. Schwarz, braun, blond, finde ich viel, viel schöner, als wenn jetzt jemand mit fünf verschiedenen Farben im Haar oder Regenbogen oder keine Ahnung was vor mir steht. Ich finde mittlerweile natürliche Haarfarben viel, viel schöner. Und dann musste ich zudem, als ich die blauen Haare hatte, ständig meinen Ansatz blondieren. Also den kompletten Kopf ständig den Ansatz nachblondieren, alle 2 Monate, weil er bei mir ja schwarz ist, wie schon gesagt. Und die blaue Farbe geht ja nicht auf schwarz, sondern die müssen die Haare jetzt nicht so weiß, aber schon sehr, sehr blond sein, damit die überhaupt, damit das mit der Farbe überhaupt funktioniert. Ja, blondieren. Blondieren ist also eine Sache. Ich habe mir jetzt meine Haare 2 Jahre lang wachsen lassen. Das ist das Ergebnis. Allerdings hatte ich in diesen 2 Jahren natürlich auch die blauen Haare und musste ständig meinen Ansatz blondieren. Sprich, meine Haare konnten nicht wachsen, weil die unten ständig abgebrochen sind. Also, die sind oben nachgewachsen, unten abgebrochen, nachgewachsen, abgebrochen. Sprich, die konnten gar nicht länger werden. Seit ich jetzt die schwarzen Haare habe, sind die schon viel, viel länger geworden und da bin ich jetzt echt froh drüber. Und mittlerweile denke ich mir, ich benutze zwar noch Extensions, aber ich bin auf dem besten Weg, dass meine echten Haare irgendwann mal so lang sind. Und wenn ich jetzt immer mit Blau oder sonstigen Farben weitermache, dann würde ich nie so weit kommen. Und ich hätte jetzt lieber gerne lange, echte Haare statt blaue und mit künstlichen Extensions und keine Ahnung was. Okay, zu dem Thema, warum ich keine blauen Haare mehr habe, sondern die jetzt schwarz sind. Beim Pony vorne, okay, der ist noch weiß, aber es sind ja nur hier die Haare, die werden ja sowieso immer so kurz geschnitten. Aber damit die Längen einfach mal, ja, etwas länger werden. Zum Thema Extensions. Wo kaufe ich meine Extensions? Die kaufe ich bei Hair Lady. Einfach mal bei Google Hair Lady eingeben. Dann kommt ihr auch zu dem Shop. Ich finde das ganz gut, weil dort kann man sich ganze Sets kaufen, aber auch die Strähnen einzeln dazu. Und ja, ich habe mir jetzt vor kurzem erst neue Extensions gekauft. Und zwar sind das die hier. Wie ihr seht, das sind Clip-In-Extensions. Das heißt, ich klebe mir die nicht rein oder sonstiges, sondern die haben hier so Klammern. Und die werden dann natürlich hinten befestigt. Und finde ich ganz praktisch. Es ist zwar nervig, weil es sind einfach nicht meine echten Haare. Man merkt es einfach, aber die Klammern zwicken jetzt nicht oder sind irgendwie unangenehm. Also man gewöhnt sich dran, sage ich jetzt mal. Und das Endergebnis sieht natürlich auch gut aus. Ja, und ich muss sagen, man kann sie eben jeden Abend rausmachen. Und das ist natürlich schon praktisch. Ja, dann die hier habe ich mir in der Farbe Blond gekauft, habe sie allerdings dann schwarz gefärbt, weil meine Haare ja schwarz sind. Allerdings habe ich sie eben blond gekauft, weil ich die Spitzen hell haben wollte und die sind jetzt weiß. Was mich ein bisschen stört ist, dass dieses Schwarz ziemlich bläulich war. Deswegen habe ich jetzt hier den grünen Übergang, aber es stört mich jetzt, naja, besser als nichts. Und genau. Ich habe die hier unten mit silberner Haarfarbe gefärbt, damit die schön silber sind. Und die hier natürlich mit schwarzer. Und war gar nicht so einfach, weil das verläuft ja ständig ineinander. Aber ich habe es letztendlich doch hinbekommen. Und muss man beim Auswaschen der Farbe dann ziemlich aufpassen. Wenn das Schwarze nicht über die Spitzen gelaufen ist, dann sind die dann auch total dunkel gewesen. Aber ich habe es letztendlich doch noch geschafft. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich meine Extensions befestige. Dazu habe ich hier erstmal eine große Klammer, braucht ihr auf jeden Fall, kann egal welche Klammer ihr dafür nehmt. Ihr müsst erst einmal eure Haare abteilen. Ich mache das einfach immer so. So. Genau. Dann sieht das hinten ungefähr so aus. Muss ja nicht total sauber sein. Hinten sieht das ungefähr so aus. Und den Teil hier von den Haaren, den befestige ich dann mit einer Klammer, damit die nicht runterfallen.
Ja, und jetzt macht ihr natürlich alle Klammern auf. Und hier unten befestigt ihr die jetzt. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt einigermaßen sehen. So. Einfach hier an den Haaren, am Haaransatz befestigen. Und das war's auch schon. Ich habe hier ja verschiedene Sets. Ich habe hier nochmal so eine Dreier, also mit drei Klammern. Dann habe ich hier noch die mit zwei Klammern. Und ja, das müsst ihr dann selber rausfinden, wie viele ihr braucht. Ich finde jedenfalls für hinten unten benutze ich die mit drei Klammern. Dann hier an der Seite verwende ich dann die Zweier Klammern. Von denen habe ich drei Stück, denke ich. Ja, es müssten drei Stück sein. Dann hier vorne nochmal eine. So, dann. Ja, dann hätte ich hier noch eine Dreier, aber die spare ich mir jetzt für hinten. Und dann habe ich hier noch diese mit einer Klammer. Die mache ich aber erst einmal später rein. Ja. Dann nehme ich die Klammer wieder raus und ich mache jetzt meine Haare so auf eine Seite, wie ich das ja meistens habe. Und ja, das zeige ich euch jetzt erstmal. Viele fragen mich ja auch immer, wie ich meinen Pony so also hinbekomme. Ja, ihr habt es gesehen, es ist eigentlich nur ein von links nach rechts kämmen. Da ist eigentlich kein großer Trick nicht dabei. Viele fragen mich auch immer, wie mein Haarschnitt heißt. Diese Frage kann ich euch leider auch nicht beantworten. Herbert, Helga, Hilgard, keine Ahnung. Nee, Schatz beiseite, wirklich nicht. Ich gehe zum Friseur, die wissen dann ungefähr, was ich will. Und dann, ja, ihr könnt euch ein Bild oder sowas mitnehmen. So mache ich das meistens, wenn ich was Neues haben möchte. Und die schaffen das dann schon. Ja, dann natürlich das alles noch fixieren. Mit Haarspray. Ich habe da immer ja, verschiedene. Kommt ganz drauf an. Ich nehme einfach. Da habe ich keinen, auf den ich jetzt schwören würde oder so. Dann so sieht es natürlich fertig aus. Und also hier nochmal so. Ja. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Und wenn ihr noch Fragen habt oder falls ich irgendwas Ausschlaggebendes vergessen haben sollte, was ihr noch wissen wollt, könnt ihr mir natürlich Fragen stellen. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meinem Haarroutine-Video. Aber auch wenn es immer noch sehr viel Aufwand aussieht, das ist eigentlich nicht mehr. Und das war es natürlich jetzt auch. Also viel Spaß noch, schönen Tag noch. Und Dankeschön fürs Zugucken. Und was ich abschließend noch sagen wollte, für alle, die mich noch nicht abonniert haben, ist ja so, das habe ich eigentlich in Videos noch nie erwähnt. Ihr könnt mich ja hier auf YouTube abonnieren, für alle, die es vielleicht nicht wissen oder noch nicht gemacht haben. Wollte ich euch mal daran erinnern, dürft ihr natürlich auf Abonnieren klicken. Dann ist das wie bei Facebook und ihr bekommt immer auf eurer Startseite angezeigt, wenn es ein neues Video gibt. Und so seid ihr immer auf dem Laufenden. Und ja, an dieser Stelle möchte ich euch nochmal danken und auf Wiedersehen und ich habe euch lieb. Ciao!